Katharina Schulze, Landtagsabgeordnete der Grünen in Bayern, überrascht mit einem völlig desolaten Statement und sogar menschenfeindlichen Statement über die AfD, obwohl sie es doch selbst ist, die gerade in demokratischen Debatten und im öffentlichen Raum immer so sehr für Respekt und Anstand wirbt. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und das ist mal wirklich wieder bezeichnend für die komplette Doppelmoral, die hier die Grüne Partei an den Tag legt. Ich meine, traurig ist es mittlerweile, dass man für solche Beispiele nicht mal mehr wirklich doll recherchieren muss, um sie zu finden. Sie werden eigentlich einem täglich in die Timeline gespült. Und es ist wirklich unfassbar, wie menschenverachtend es ist. Wir haben es ja neulich schon gesehen, beispielsweise, was Strack-Zimmermann so über die AfD gesagt hat. Ja, und jetzt hat allen Ernstes Katharina Schulze, ja, die AfD mit Schimmelpilzen verglichen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Gehen wir ja als Einleitung mal zu diesem Video kurz auf ein Statement von Robert Habeck ein, der sich auch wieder hier sehr, sehr stark für Respekt und Anstand in den politischen Debatten einsetzt. Eine Zivilgesellschaft braucht Zivilcourage, und Zivilcourage heißt, nicht nur eigennützig für die eigenen Interessen einzutreten, sondern auch der anderen und dem anderen solidarisch an die Seite zu treten, wenn sie, dann muss man die Position gar nicht teilen, wenn ihr oder ihm Unrecht geschieht. Sonst, wenn wir das verlieren, und das bedeutet Mut. Genau, sehe ich auch so, Herr Habeck. Zu gehen, aber wenn wir das verlieren, dann können wir am Ende den Laden dicht machen. Zu dieser zivilen Courage gehört auch eine sprachliche und öffentliche Sensibilität. Ganz lustig, habt ihr gesehen, wie die Journalistin von RND gerade, die auch immer ständig durch die Talkshows tüngelt, habt ihr gesehen, wie verliebt sie den Minister angeschaut hat? Das war und es ist etwas ins Rutschen geraten. Dinge sind sagbar geworden, die vor Jahren nicht sagbar waren. Morddrohungen, Gewaltaufrufe, Verunglimpfungen von Menschen, Kommunalpolitikerinnen wie anderen. Klar, da hört ihr es. Verunglimpfung, Diffamierungen von Menschen. Gleichsetzung von Menschen mit Tieren. Gleichsetzung von Menschen mit Tieren. Ausrottungsfantasien, die Sprache des Ausrottungsfantasien. Gut merken, diese ganzen Worte. Hat sich was reingefressen. Sicherlich unbedingt gut merken. Da werde ich schon wieder sauer, wenn ich das höre. Richtig gut merken, diese Begriffe, die er gerade verwendet hat. Ausrottungsfantasien, all diese ganzen Sachen. Gut einprägen, wenn ihr jetzt gleich seht, was jetzt kommt. Triggert durch die sozialen Medien und ich weiß nicht, glaube ich wie, auch. Aber Sprache schafft Wirklichkeit. Und was gesagt wird, wird irgendwann Realität. Und deswegen glaube ich, müssen sich auch alle, deren Worte sich vervielfältigen, also diejenigen, die in Mikrofone reinsprechen, die Politikerinnen und Politiker fragen, ob sie alles dafür tun, den Raum des demokratischen Meinungsstreites offen zu halten oder ob sie ihn abschließen, indem sie mit einer Sprache Menschen ausgrenzen und damit nicht mehr teilhaben lassen am gemeinsamen demokratischen Diskurs. Genau. Also, dieses Statement von Minister Habeck wollen wir jetzt ganz, ganz, ganz gut in unserem Gedächtnis für alle Zeiten abspeichern. Ich sehe es nämlich haargenau wie er. So, auch Lisa Paus beispielsweise, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ob toxische Kommentare, Drohungen, beängstigende Kampagnen, Hass im Netz ist allgegenwärtig. Viele Menschen sind davon abgestoßen oder eingeschüchtert, halten sich zurück oder schweigen. Das gibt denen Raum, die laut und aggressiv sind. Es bedroht unsere Demokratie. Wir können gemeinsam etwas dagegen tun. Genau, das gibt denen Raum, die laut und aggressiv sind. Wie zum Beispiel einer Katharina Schulze. So, kommen wir jetzt mal zu eben jener Katharina Schulze, die selber noch als Nachtrag zum politischen Aschermittwoch gestern schreibt, der Rechtsrutsch ist eine existenzielle Bedrohung für die Sicherheit, die Freiheit und den Wohlstand, bla bla bla, in unserem Land, AfD, rechtsextrem, schön, Hass, Hetze und Angst. Aha, die AfD schürt also Hass, Hetze und Angst. Aber die Grüne aus Bayern, denen ja Katharina Schulze angehört, die tut das nicht. Ne? Sondern sie sagt, lasst uns gerne über alles reden, lasst uns streiten, das gehört dazu. Aber bitte mit Anstand und Respekt. Zitat Katharina Schulze. Und jetzt schauen wir mal, was Katharina Schulze dann noch gesagt hat. Und zwar folgendes. Die AfD
ist wie Hausschwamm im Gebäude. Man muss ihn konsequent trockenlegen und hart bekämpfen, denn ansonsten macht er alles kaputt. Prägt euch dieses Statement jetzt ebenfalls im Gedächtnis für alle Zeiten ab und vor allem im Kontext zu dem, was Robert Habeck davor gesagt hat. Was hat Robert Habeck davor gesagt? All jene, die halt gegen den Respekt und Anstand und so weiter im demokratischen Miteinander sind, ja, und auch in der politischen Diskussion, die mit Ausrottungsfantasien und so weiter kommen. Was macht man im Haus, wenn man Hausschwamm hat? Ja, hier nicht am Stein. Aber was macht man? Man versucht, diesen Hausschwamm auszurotten, loszuwerden. Ja? Das heißt, Katharina Schulze will nicht die AfD auf demokratischem Wege irgendwie bekämpfen, geschweige denn politisch oder inhaltlich stellen. Dafür hat Katharina Schulze überhaupt gar nicht die inhaltlichen Argumente parat. Sie vergleicht, diffamiert und entmenschlicht die Politiker einer Oppositionspartei. Ich finde nämlich, es sollte auch mal fernab der ganzen rechtlichen Themen und so weiter, also mit dem, was tatsächlich zwischen Meinungsfreiheit und unwahren Tatsachenbehauptungen, Diffamierungen, Verleumdungen, Beleidigungen und so weiter sowieso vom Gesetz festgelegt wird. Ich finde, es sollte auch immer einen anderen Maßstab geben, den auch die Presse beispielsweise, aber auch die Bürger, aber auch die Politiker selbst haben, im Kontext dessen, ob sie an der Macht sind, also Regierungspartei sind oder Oppositionspartei. Jetzt kann man sagen, gut, Katharina Schulze ist in Bayern Opposition und nicht eine Regierung, aber die Grünen insgesamt sind in einer Machtposition. Sie machen mit der SPD und mit der FDP zusammen die Gesetze aktuell. Sie bekämpfen die Opposition. Wenn ich jetzt also die Opposition nicht nur diffamiere, sondern sogar entmenschliche, indem ich die einzelnen Politiker als Hausschwamm bezeichne, dann ist das wirklich eine Entmenschlichung und diesen Hausschwamm will sie ja loswerden, trockenlegen. So. Wo in aller Herrgotts Namen findet sich in dieser Äußerung Respekt und Anstand? Und wie, liebe Katharina Schulze, ich spreche Sie direkt an, wie wollen Sie in irgendeiner Art und Weise nun von den bösen Rechten und der AfD und so weiter, die Sie hier so diffamieren, wie wollen Sie nun Respekt und Anstand zurückfordern für sich? Respekt und Anstand ist nicht etwas, was man einfordern kann. Respekt und Anstand muss man sich verdienen, Frau Schulze. Und mit dieser Aussage haben Sie ganz Deutschland und dem ganzen Internet gerade klar gemacht, dass Sie diesen Respekt und Anstand niemandem von der Opposition zugestehen. Und deswegen werden Sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diesen Respekt und diesen Anstand auch nicht zurückerhalten.